ich habe gehört, die Leute mögen Rhythmusspiele. Willkommen zu Friday Night Funkin', ein Spiel, was in den vergangenen Wochen und zum Teil auch Monate sehr explodiert ist, könnte man sagen. Das Spiel kam 2020 auf Newgrounds raus, wie ihr vorhin gesehen habt auf dem Logo Newgrounds. Und aus irgendeinem Grund ist das einfach sehr beliebt geworden, das Spiel. Und das Spiel kriegt ständig Updates und wird bombardiert mit Mods. Also das Spiel ist auf jeden Fall sehr aktuell und man könnte sagen, es ist noch relativ neu. Und keine Ahnung, ich hatte einfach mal Bock, das Spiel mit Lärmabaus zu probieren. Ich habe mir ein bisschen Gameplay angeschaut und dachte mir, ja, ist schon, sieht nach einem ziemlich interessanten und bestimmt auch sehr spaßigen Spiel aus. Das Spiel funktioniert ungefähr so wie Dance Dance Revolution, also ist jetzt nichts Besonderes. Aber ich finde, einfach nur durch den Artstyle ist das Spiel nochmal ganz was Eigenes. Und schön passend zu einem Freitagabend spielen wir dieses Spiel, so wie der Titel auch sagt. Und ich guck mal, dass ich jeden Freitagabend dieses Spiel mache, einfach weil der Titel so heißt. Ja, ja, ich bin sehr kreativ. Und zur Story erkläre ich auch nochmal was dazu. Das Spiel hat nämlich eine sehr lustige, interessante Story. Vor allem möchte ich aber auch noch sagen, wenn euch das Spiel gefallen sollte, solltet ihr auf jeden Fall donaten, denn das würde dem Creator helfen und dann würde er auch mehr für dieses Spiel machen. Wie auch immer. Es gibt einen Freeplay Mode, aber über den kümmern wir uns jetzt nicht. Wir kümmern uns um den Story Mode. So, und dann machen wir erstmal das Tutorial, was man auch auf einfach machen kann und auf hart. Okay. So, und dann erzähle ich mal ein bisschen über die Story des Spiels. Also. 3, 2, 1, go! Rechts sind wir. Wir sind der Boyfriend. Und dort oben sitzt unsere heiße Girlfriend. Und wir wollen natürlich an ihr Herz. Aber. Left, right. Sie bringt uns jetzt bei. Zu rappen. Aber warum bringt sie uns das bei? Nun, das liegt daran, dass die Eltern damals Rapper waren. Und. Rap-Battle gegen uns machen wollen, damit wir an ihre Tochter rankommen. Ich verarsche euch nicht, das ist wirklich die Story von dem Spiel. Ja gut, der Anfang ist auch sehr, sehr easy. Down, down, right. Und ich mag auf jeden Fall den Artstyle, die Story und die Musik. Okay, das hat sie aber nicht gesungen. Uff, das darf ich nicht machen, okay. Aber ja, das war das Tutorial. Schön den Score runterkriegen. So, ich hoffe, ihr nun wisst ja alle, worauf ihr euch hier einlässt, wenn ihr dieses Video schaut oder diese Reihe, was auch immer das noch wird. Wahrscheinlich ein Let's Play in so einer Art und Weise. Naja, wie auch immer. Jetzt geht's weiter mit der ersten Woche und da kämpfen wir gegen ihren Vater. In einem Rap-Battle. Oder, ich hab nochmal nachgeguckt, Rockstar-Battle, aber es ist Rap-Battle. 3, 2, 1, go! Und ich hab extra die Musik ganz laut gedreht. Das ist schön hörbar ist. Keine Ahnung, ich finde die Stimme einfach irgendwie sehr, sehr lustig in diesem Spiel. Bipapa. Was soll man bei so einem Spiel kommentieren? Es ist einfach lustig. Bipapamu. Ich habe wirklich nichts zu erzählen. Es ist einfach lustig. Was habe ich verkackt? Okay, ich weiß nicht, wie ich das verkackt habe vorhin. Eigentlich habe ich alles richtig gemacht. Aber okay. Bipapopapu. Und das war's. Oder wie? 3, 2, 1, go! What the fuck? Was zum Teufel?
richtig overwhelmed. Ich hab überhaupt nicht erwartet, dass jetzt ein richtiger Web-Battle rauskommt. Scheiße. Der nimmt mich auseinander. Die Musik ist so nice im Spiel. Und ich spiele auf normal. Oh nein! Ich dance gerade so halb mit ab. Das ist richtig nice Musik. Also ich feiere das irgendwie. Oh, knapp. Das Ding ist, es ist das erste Mal, dass ich ein Spiel spiele. Ein Rhythmusspiel, was mit Falltast funktioniert. Ich kann diesen Part nicht. Oh, jetzt habe ich ihn. Yes! Ha! Weiter geht's. Ich weiß nicht, warum es seltsam lädt, aber... Jetzt kommt die nächste... Oh, oh. Oh, what? What? Übertreib doch bei mich, Bruder, Bruder, was soll das? Entspann dich. Das war auch eine nice Experience für mich, das erste Mal so ein Spiel zu spielen. Boah, da kommt richtig viel auf mich zu jetzt. Okay. Oh, 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 nein, nein, das ist falsch. Das ist richtig, 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 falsch, richtig, 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 yeah! Oh, jetzt hab ich verkackt. Oder? Ich kann nicht einschätzen, wie viel Leben der mir abzieht da unten. Ich hab ein Problem mit der Steuerung. Aber komm, ich hab noch nie so ein Spiel gespielt. Das ist, glaube ich, noch normal. So wie die Schwierigkeit. Und das war Woche 1 gegen Daddy Dearest. In Spooky Month! Ich wollte eigentlich die Wochen für jeweils eine Woche auffallen, aber dann wären die Folgen viel zu kurz. In Spooky Month! Für die Leute, die es nicht kennen, schaut euch Senior Pelos Spooky Month an. Ist lustig. Ich frag mich, ob Senior Pelo wirklich hier mitgemacht hat. Okay, schaut mich ganz gut. Wenn ihr wollt, könnte ich das Spiel auch mal streamen, wenn ich die Story komplett durch habe. Und ist ja auch Freeplay alles. So auf den Highscore zu kommen oder was auch immer. Okay, auf normal sind die noch sehr großzügig. Jetzt habe ich gedacht, das ist nur bei... Oh! Und bei einfach so. Ich wollte extra nicht auf einfach spielen. Das wäre langweilig gewesen. Wer würde mir jemand zugucken, der einfach spielt? Oh Gott! Oh. Ich bin echt schlecht. Tut mir leid. Nein! Oh, Slash having a stroke! Komm, jetzt streng dich an, Mike! Okay. Das Ende war schon ein bisschen besser. Okay. Nächstes Lied. Okay. 3, 2, 1. It's a spooky month! Hey,
Okay, fast perfekt. Das ist schon mal gut. Oh Gott. Oh, nein, das kann man nicht mehr machen. Oh Gott, so schlecht. Verliere ich eigentlich dann die ganze Woche, wenn ich jetzt hier einmal verlieren sollte? Oh, ich verliere sowas von. Oh Gott, ich verliere sowas von. Die arme Freundin, die ist so enttäuscht von mir. Oh, ja, ich bin tot. Uff. Warum leuchtet das da unten? Okay. Retry. Willst du das die ganze Woche neu machen? Bitte sag mir nicht, ich muss die ganze Woche neu machen, weil dann glaube ich, probiere ich lieber was anderes aus. 3, 2, 1, go! Okay, nee. Ich musste das Lied neu machen. Okay. Oh Gott. Aber das ist auch für mich persönlich sehr verwirrend, wenn Pfeiltasten nach oben und nach unten direkt nebeneinander sind und nicht nebeneinander, so wie im Spiel. Keine Ahnung, das verwirrt mich irgendwie. Ah, ich bin zu schnell. Oh, nein! Ich verwechsel oben und unten immer. Das mache ich nicht extra. Nein! Ich bin fast tot! Ey, das ist echt schwer. Oh, ah. Okay, ich habe wirklich erwartet, dass das einfacher wird. Scheiße, aber gut, ich habe noch nie solche Spiele gespielt. Spiele ich das eigentlich mit zwei Händen? Weil ich spiele jetzt mit einer Hand. Soll man das mit zwei Händen spielen? Soll ich vielleicht... Man kann auch mit WASD spielen. Vielleicht benutze ich einfach AS für links, rechts, für links, unten und dann oben, rechts, für den anderen Beinen. Nee, das wäre zu verwirrend, glaube ich. Ah, keine Ahnung. Ich krieg das nicht hin. Okay. Okay, da kann ich nicht auf den Rhythmus machen. Ich bin tot. Ich kann das nicht. Nee. Ah! Ich bin so schlecht! Ich will das Spiel nicht auf einfach durchspielen. Dann fühle ich mich nicht worthy. Das ist doch bestimmt voll langweilig. Zum Zuschauen vor allem auch. 3, 2, 1, go! Alter. Wie gesagt, ich könnte es halt besser machen, wenn nicht zwei Tasten, die ich benutzen muss, direkt übereinander sind und nicht nebeneinander wie im Spiel. Ich hab da meine Probleme mit. Ah, jetzt war schlechter als vorher. Ah, ich muss das halt üben. Ich weiß auch nicht, was mehr oder was mehr Punkte verlieren lässt. Ich weiß nicht, ob ich lieber gar nichts drücken soll oder lieber versuchen, irgendwas zu drücken. Wenn ich einen Fehler mache. Ah! I don't get it! Was mache ich falsch? Alles. Ja, aber wie soll ich das lernen? Das ist doch... Das kann man nicht mit mir machen. 3, 2, 1, go! Ich bin einfach so schlecht. Boah. So Rhythmus-Gurus. Die das Video schauen, denken sich so, Alter, wie schlecht ist der, dass er diese einfache Rhythmus nicht hinkriegt. Ich habe Rhythmusgefühl, so ist es nicht. Es ist nur das erste Mal, dass ich so ein Spiel spiele. Weil ich dachte mir, wäre doch bestimmt cool, so ein Spiel mal zu spielen. Okay, das war gut. Ich muss auch darauf achten, was als erstes kommt.
Okay, da, jetzt kommt das, wo ich die ganze Zeit sterbe. Irgendwie habe ich es überlebt, aber ich werde sofort sterben. Nein, goddammit! So schlecht. Oh, das ist embarrassing. Komm, für unsere heiße Girlfriend müssen wir es schaffen. Das verwirrt mich voll, dass es auf einmal ändert. Ja, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ja, was soll ich machen? Ich kann das einfach nicht. Ich kann das nicht. Es ist mir einfach zu schwer. Ich kann es einfach nicht. Es ist einfach zu schwer. Ich kann das nicht. Lass mal sehen, wie es auf easy ist. Muss ich das Spiel jetzt wirklich auf easy durchspielen, weil ich so schlecht bin? Oh Gott. Lass mal sehen. Lass mal sehen, wie das auf easy ist. Stimmt, ich muss die ganze Woche neu machen. Ja, okay. Es ist ein bisschen langsam. Es ist langsam. Es passt überhaupt nicht zum Rhythmus. Nein! Warum wollen überhaupt die Spooky-Mans an meine Girlfriend ran? Was haben die eigentlich mit der Story zu tun? Warum bemerke ich das erst jetzt? So, jetzt das gleiche Lied. Und nur auf einfach. Vielleicht muss ich das Spiel doch auf einfach spielen, weil ich zu schlecht bin. Oder vielleicht liegt es auch einfach nur genau an diesem Lied, was ich nicht kann. Ich weiß es nicht. Bam, bam, bam. Das kann ich auf jeden Fall, nur ich finde an manchen Stellen passt der Rhythmus überhaupt nicht rein. Ich glaube, das ist erst so eine Schwierigkeit für mich. Okay, das kann ich zumindest auch auf easy, obwohl es exakt das gleiche war, hier auf normal. Was? Wieso fällt ich jetzt so viel? Okay. Okay. Jetzt krieg ich sie besser hin. Ihr müsst aber auf die Expression von den Leuten achten. Die sind super. Die sind Gold wert. Okay. Spooky Man auf easy geschafft. So, will ich jetzt nun weitermachen? Lass mal sehen, wie Tutorial of Hearts ist. Das würde ich gerne mal wissen. Wie schwer ist Tutorial of Hearts? Ich meine, was ist bei Tutorial bitte hart? Wie kann man das auf hart machen? Da bin ich jetzt gespannt. Left, right, left, right. Beep, pop, beep. That's how you do it. That's how you do it. Down, up, down. Up, down, up. That's how you do it. Down, down, right.
Ja, war ganz normal wie vorher. Wait, what's the difference?